Wir wurden rabiat unterbrochen in der letzten Folge. Ja. Von der Klingel und vom Hund. Ich muss mal kurz gucken, es ist 7 Uhr abends, der Tag ist eh gleich vorbei. Ja. Ist alles ein bisschen durcheinander. Die ist schon leicht verletzt. Also wir haben sie bandagiert, genau. Also Pavel schläft doch. Genau, ihn wollten wir doch mit Musik auffaltern. Was war das? Oder wollten wir nur so hören? Wollten wir nur mal hören, was die Nachrichten sagen? Oder was war der Plan eigentlich? Ich weiß es alles nicht mehr. Ich glaube, wir hatten noch... ja, jetzt ist eh schon die Nacht. Jetzt müssen wir eh nicht mehr überlegen, was wir machen. Genau. Also, wir können mal ganz kurz überlegen. Wir hatten auf jeden Fall das verlassene Haus. Hier oben steht es auch 100%. Da haben wir alles rausgeholt. Ja. So, und jetzt gibt es halt mehrere Möglichkeiten von den Sachen, die wir schon besucht haben. Oben ruhiges Haus, das war mit dem alten Ehepaar. Da haben wir die Hälfte rausgeholt. Ja. Aber da stand auch irgendwas auch mit, dass die sich vielleicht Unterstützung holen von anderen. Dass es vielleicht nicht ganz ungefährlich wird. Nächstes Mal. Dann haben wir die zerstörte Villa, wo wir nur 13% rausgeholt haben. Das war das, wo die Frau drin war, wo uns der Typ verjagt hat. Ja, stimmt. Genau. Und die bombardierte Schule haben wir 0%. Da ist noch eine Menge drin. Und da war halt dieser eine Typ hinter der verschlossenen Tür. Ne? Ja, stimmt. Der dann gesagt hat, dass er nicht mehr viel zu essen hat. Ja. Ist auch 3 Tage her. Vielleicht ist er von alleine schon. Vielleicht von alleine schon hops gegangen. Ja, wenn wir Glück haben. Also ich würde es mal so machen. Wir schicken natürlich wieder erstmal Marco, den geschickten Plünderer, los. Ja. Kann man nicht mehr Rätsel zum Plündern schicken, wo wir so viele haben? Immer noch nicht. Ne? Gut, wenn man nur den einen steuert. Ist schon okay. So, dann haben wir dann die Slater. Dann kann ja die Slater und der Bruno... Ich würde sagen, wir lassen wieder 2 Wache stehen. Ja, ja, er weil ist müde. Er ist ja müde. Dann soll er schlafen. Dann lass Slater mal die neue ja, Wache mit dem stehen Bruno. Mit dem Bruno. Dann sind die beiden wach, das passt. Mhm. Er ist eh müde, soll ich ihm ausholen. Die ist leicht verletzt, aber bandagiert. Das sollte eigentlich gut klappen. Ja. Und dann schauen wir mal... Du wolltest zur Schule, oder? Ja, die Schule. Also hier auf jeden Fall warten eine ganz normale Leute und die waren ein bisschen aggro. Ich würde sagen, wir gehen zur Schule. Ja. Vielleicht hat sie ja das erledigt. Aber das letzte Mal vor 3 Tagen, wenn er nichts mehr zu essen hatte. Ja. So böse es auch klingt. Ne? Wäre schön. Also es klingt auch wieder böse. Ne? Aber das klingt böse. Ich würde sagen, da war eine Menge Schutt. Wir brauchen auf jeden Fall die Schaufel. Ja. Ich weiß nicht, ob wir auch die Brechstange brauchen. Könnte ich mir gut vorstellen. Ich würde die noch sein lassen. Ja, wir können aber nochmal wiederkommen. Ne? Wir müssen ja eben. Eh mehrmals wir in das Haus. Wir haben ja erst 0% und dann müssen wir halt die Sachen, wo wir die Brechstangen benötigen, erstmal auslassen. Okay, dann machen wir das so. Gut. Das finde ich okay. Das klingt doch nach einem Plan, den wir hier haben. Und wieder der Marco unterwegs, der wird sich freuen. Das ist halt, der ist halt ein guter Plünderer, was soll man machen? Er kann das halt. Ja. Gucken wir erstmal kurz rein vorneweg. Das ist vielleicht immer nochmal sicherer. Was wir letztes Mal alles schon durchsucht hatten. Oben hatten wir eigentlich alles, ne? Soweit es ging. Das wird eine Ratte sein. Das wird eine Ratte sein. Ist auch eine Ratte da unten? Oben weiß man es jetzt nicht. Würde ich davon ausgehen, die wandert immer hin und her. Irgendetwas blockiert von der anderen Seite, okay. So, rennen sollten wir aber trotzdem nicht. Nein, also solange wir keine Aufmerksamkeit erregen müssen. Ja. Musik ist schon wieder fies hier. Ups. Genau, das wollte ich nicht. Ich habe ja so ein Doppel geklickt. Passiert manchmal. Da haben wir auch schon geguckt außen. Gehen wir mal hier runter. Und hier war auch dann schon, hier war doch der Typ, ne? Durch ganz genau, geguckt. Ja. Gucken wir mal, ob der noch da hier ist. Hier brauchen wir irgendwann das Sägeblatt. Ah, genau. Das können wir inzwischen noch, nee, das können wir noch nicht bauen. Wir haben das andere aufgewertet. Können wir noch nicht bauen. Genau. Okay. Da sieht man da nichts. Kannst du dich wenigstens verstecken. Genau, hier war der. Ja. Entweder wieso sehen wir das jetzt kaputt. Nicht mehr? Entweder pennt er, der ist tot. Schleicht dich vorbei. Der. Probier es. Ich glaube, der ist tot. Müssen wir aber irgendwie durchsuchen können, oder? Ich glaube, der ist hinüber. Da haben wir lang genug gewartet, meinst du? Ups. Sagt jemand, oder? Ja, da unten ist noch jemand. Ich glaube, die sind alle ziemlich hinüber hier in dem Gebäude. Wir suchen erstmal den einen Stock. Ja, aber da sind noch welche. Sitzen noch welche. Also der unten liegt. Gucken wir ganz kurz, wie die drauf sind, dass man ein Gefühl dafür kriegt, sind die aggro, sind die nicht. Vielleicht mal kurz zuhört. Mhm. Die sind eher so verzweifelt ein bisschen. Ganz normale Typen anscheinend. Ich würde zuerst unten gucken. Da ist zwar auch jemand da, der liegt auch noch rum und tut nichts. Aber das ist ab und zu so wie... Ah, der ist aber nicht gleich böse. Ja, wir sollen uns nicht so anschleichen. Ja, aber er ist nicht jetzt irgendwie aggro. Ist mal ganz gut. Der legt sich wieder hin. Ja, der legt sich wieder hin, gut. Okay. Hier kann man sich verstecken.
Ah, hier kannst du ein bisschen plündern. Gucken, ob es Privatbesitz ist. Nö. Nee. Gut. Gut, keim. Nehmen wir mit. Hier bräuchte man wieder ein Sägeblatt wahrscheinlich. Das heißt das ja immer. Ja. Da kommen wir nicht rein noch, nein. Gucken wir das mal weiter um halt. Aber gut, dass die Leute nicht aggro sind zumindest. Ja. Boah. Ui, da ist mal einiges. Können nicht mal alles nehmen, was zu viel ist. Wasser ist nicht so dringend, das können wir selber machen. Wie ist 4 Wasser ist 3 Teile wert. Also ist das praktisch 12 Wasser wert. Aber nur mit dem können wir halt Sachen aufwerten, ne? Ja genau, aber ich nehme vom Umrechnungskurs mal, weil Wasser brauchen wir ja auch, was halt sozusagen wertvoller ist. Ich nehme erstmal alles mit und dann gucken wir weiter. Wenn jetzt den Platz werde ich hier noch voll laden. Ja. Uiuiui. Die sind alle ganz schön kaputt hier in der Schule. Ja, die sind nicht mehr ganz so. Kaffee ist jetzt gestiegen. Genau. Der angekündigt, dass es wertvoller werden wird. Obwohl natürlich eine Kaffeebohne auch nicht so viel ist. Eine Notiz an jemanden. Ich habe, so wie du wolltest, hinter dem Kühlschrank ein Versteck eingerichtet. Ich habe dort bereits ein paar Sachen versteckt, damit du sehen kannst, ob es dir passt. Mhm. Natürlich ein kleiner Hinweis, wenn wir mal gucken. Hinterm Kühlschrank. Der Kühlschrank war hier. Nee, wo war der Kühlschrank? Da haben wir schon einen Kühlschrank gesehen, oder? Hast du? In der Schule? Dachte ich. Hier. Achso. Also die Tür zu machen, vielleicht können wir dann nochmal schauen. Ah, ja. Mal gucken, wie die reagieren hier. Das können wir vorstellen, hier ist das so wie stehen, oder? Immer diese Hand mit dem... Da hat jemand was fallen lassen, hätten wir. Nee, ich dachte immer ziemlich genau, dass das Zeichen... Ich weiß nicht, ob die sofort aggressiv werden, wenn man da rangeht oder erst, wenn man es wirklich rausnimmt. Ich würde es eigentlich ungern ausprobieren, weil wir eh voll sind. Dann probieren wir ein andermal aus. Ja, probieren wir das ein andermal. Ich hatte das Gefühl, dass das stehlen ist. Okay. So, dass es so ein Geldstück ist, weißt du, mit der Hand. Mhm. So sah es für mich immer aus, fand ich. Oh, das ist aber echt mal gut alles. Da können wir ruhig mal Materialien dafür dalassen. Weil das ist ziemlich gutes Zeug. Obwohl wir ja jetzt eigentlich auch für die Materialien kommen auch, ne? Auch, aber für alles zusammen. Also wir brauchen irgendwie alles. Und das ist schon, das kannst du halt nicht herstellen. Das ist schon ziemlich gut. Okay. Die beiden lassen wir einfach erstmal. Wir sind ja eh voll. Ich guck mal nochmal hinter den Kühlschrank. Ja. Ob wir da was entdecken und dann kommen wir halt nochmal wieder. Genau. Hier ganz entspannt die sind eigentlich. Ganz eigentlich ganz nett so weit. Ich habe nichts dagegen, dass wir ihr Zeug klauen. Die sind okay. Irgendwie hier. Oder hier unten. Ist das vielleicht das mit dem hinteren Kühlschrank? Ja, genau. Ach, was zu essen. Und Alkohol. Und ja, das würde ich mitnehmen. Das ist beides gut. Tun wir das da rein. Ja. Gut. Ich würde sagen, damit sind wir zufrieden, ja, oder? Dann können wir zum Ausgang. Können wir es einfach kurz machen hier. So. Ja. Wo ist er? Da. Pop, 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 pop. Die Kletterei. Ja, das ist natürlich jetzt ganz angenehm, so dass die hätten noch nicht... Ich finde es schon ein bisschen komisch, dass die sich die Sachen wechseln, weil die brauchen das ja eigentlich irgendwie auch, könnte ich mir vorstellen. Aber naja, es hat noch ein einfaches Gebäude. Die schweren Gebäude kommen noch früh genug. Brauche ich mich jetzt nicht beschweren. Na eben, da sind wir froh, dass wir es jetzt noch so ich haben. Auch so. Sollen wir froh sein, dass wir das jetzt noch so haben. So. Mal nur kurz da nach. Werden sie sich freuen. Wir sind mit tollen Sachen zurückgekommen. Ja. So, erstmal die Nacht war ruhig, sehr gut. Sehr wir haben ordentlich schön. Zeug mitgebracht. Und dann werde ich jetzt, werden wir das mit der Reihe nach jetzt vernünftig machen. Er legt sich erstmal schlafen. Ja. Der gute Mann. So, Marco, wie sieht es bei anderen aus? Sehr hungrig, müde, weil die natürlich auch wach waren. Slata legt sich auch mal hin. Und Bruno kann erstmal, wer ist denn sehr hungrig? Pavel. Pavel isst erstmal was. Ja. Und dann kochen wir noch ein neues Essen. Ich glaube, dann könnte es gut sein, dass wir, bevor wir kochen können, dass wir nochmal mehr Brennmaterialien brauchen. Ja. Mhm. Wir brauchen
wenn wir halt, wir haben für zweimal so 4 Portionen machen können, 5. Wir haben nicht genug Wasser und wir haben nicht genug Brennmaterial. Er kann mal kurz gucken, ob wir neues Wasser machen können, und er kümmert sich mal um das Brennmaterial. Ja. So, können wir ein bisschen Gas geben, Jungs. Nicht so viel Zeit verschenken. So, der stellt jetzt nochmal, können wir sogar zweimal ordentlich Wasser her. Er stellt Brennmaterial her. Was haben wir denn am meisten? 13 Holz, ein Fünftel davon und ein Dreizehntel davon. Wir nehmen erstmal Holz. So, erstmal die ziehen. Dann gucken wir mal weiter. Essen kochen müssen wir auf jeden Fall. Und dann können wir mal schauen wegen den weiter vernageln hier. Das ist mir echt ganz lieb. Das ist schon mal viel besser. Ja. Das ärgert mich am meisten. Hast du ja letztes Mal gemerkt. So, jetzt können wir erstmal gucken, wenn der hier fertig ist. So. Hier. Da oben hast du es, oben rechts. Ach da. In der Mitte, genau. Mit Brettern zunageln. Haben wir so, ah, haben wir genau einmal. Ja, sehr gut. Ja, dann stellen wir es doch her. Dann soll er mal irgendwo hingehen und das vernageln. Und er kocht Essen. Obwohl, es glaube ich, dauert noch ein bisschen mit dem Wasser, leider. Ja. Was können wir denn noch machen? Wir können uns vernageln. Wir haben nicht genug Wasser, genau. Also, wir haben... Denen geht es eigentlich sonst halt ganz gut aus, dass sie Hunger haben halt und so. Ja. Und natürlich auch einmal Dosenfutter. Wir können gleich was zu essen kochen. Das brauchen wir für den Kräutergarten, da freue ich mich schon drauf. Dann können wir da endlich auch ein bisschen... Dafür können wir irgendwann reparieren, wenn wir das halt weiter aufgewertet haben. Genau, ja. Wir können nochmal gleich das Wasser mit. Wir können das gleich nochmal mit dem Wasser anleiern. Oder ach, das kann man nicht, solange noch diese Uhr läuft, okay. Mhm. Die beiden pennen. Dann müssen wir mit dem Kochen halt noch warten. Hilft ja nichts. Er ist auch müde. Er wäre auch müde. Du könntest ihn sonst. Betten, ach so, da liegen schon zwei, ja. Das machen die nachher. Kann er sich ja mal hinsetzen oder so. Ach, da oben macht er zu. Und dann haben wir immer noch hier das große Loch. Ja. Und dann haben wir langsam die großen Löcher erstmal abgedeckt. Dann haben wir noch Fenster und so, aber die großen Löcher haben wir erstmal zu. Was mal echt angenehm ist. Ja. Weil dann raucht er so lange eine. Jetzt braucht er erstmal. Naja, egal, sind wir an der Tür? Nee. Der hat aber keine Waffe dabei, oder? Ist er fertig mit Zunage, dann hole ich ihn mal mit an die Tür. Wer weiß, ne? Ja. Lieber zu zweit aufkreuzen. Dann sieht es schon mal anders aus. Gucken wir mal. Der hat so eine komische Skimaske an, oder? Wir suchen nach einem Dieb. Wisst ihr etwas darüber? Bürger, vor einigen Tagen hat jemand in dieser Nachbarschaft Vorräte aus einem Hilfsgütercontainer gestohlen. Diese Vorräte sind für uns überlebensnotwendig. Es gibt eine Belohnung für jeden, der uns dabei hilft, den Täter zu fassen. Einer eurer Nachbarn soll sich in der Nähe des Containers herumgetrieben haben. Wir haben Grund zu glauben, dass er sich die Vorräte angeeignet hat. Könnt ihr unseren Verdacht bestätigen? Das heißt, wir würden eine Belohnung dafür kriegen, wenn wir den Typen verraten. Wenn wir den Typen jetzt verraten. Aber die haben jetzt zusammengearbeitet. Ich will die nicht verraten. Nee. Die haben mit uns zusammengearbeitet. Ich finde das... Der hat uns den Job angeboten und ich würde den jetzt auch nicht hintergehen. Nee, ich finde auch jetzt, ich weiß auch nicht genau, warum das denen gehören sollte. Das ist ja Hilfsgüter für alle. So. Diese Rebellen krallen sich das alles so, aber ich finde, das ist ja für jeden. Ja. Nee, wissen wir nicht. Ja, trotzdem. Ja, mach die Tür zu. Kann man nochmal mit denen reden? Ich weiß nicht, ob es anders kommt. Ach so. Nee. Jetzt haben wir dann bald das Wasser. Ja. Achso, genau. Dann kann Bruno schon mal in die Küche gehen, kann er gleich kochen. Wir haben das hier zugenagelt. Uns fehlen halt jetzt, ne, Bretter sind alle, Holzbretter. Ja. Holzbretter ist das nächste, was wir brauchen, auf jeden Fall. Dringend suchen. Wir brauchen 10 Bretter für das wieder. Ja. Und das müssen wir uns auf jeden Fall merken, das ist wichtig. Und die sind aufgestanden, das ist gut, dann können wir mal nach oben kommen. Ist hungrig, aber sonst zufrieden. Und er ist nicht mehr traurig. Nee, wer ist nicht mehr traurig? Der Marco. Der Marco ist nicht mehr traurig. Hungrig, so, er kocht jetzt noch kurz und dann geht er auch pennen. Er kocht. Er kann es nur einmal kochen. Warum, was fehlt denn? Ach, noch nicht genug Wasser. Naja, dann macht er noch einmal Wasser hier. So, dann würde ich sagen, wir unterbrechen diese Folge an dieser Stelle, weil wir haben eine Sache herausgefunden. Man kann nämlich nicht selber speichern in dem Spiel. Das speichert immer automatisch am Anfang des Tages. Und damit das jetzt mal von den Folgen wieder hinkommt, dann werden wir jetzt so die nächste Folge machen, dass wir noch die zweite Hälfte des Tages und die nächste Nacht spielen. Und dann ist halt wieder ein Tag vergangen und dann passt das genau mit den Folgen wieder ganz gut nämlich hin. So würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle Pause und sehen uns in der nächsten Folge. Ja. Bis dann. Ciao.